Ich bin Sebastian Schlösser, 1977 geboren und ich habe ein Buch geschrieben über meine manische Depression. Das heißt, lieber Mats, dein Papa hat eine Meise. Ja, also diese Meise verändert sich. Also wenn man dieses Bild vom Vogel jetzt mal nehmen würde, du hast einen Vogel, dann ist es mal eine, also ist es vielleicht jetzt ein kleiner Vogel, wirklich nur noch eine Meise. Aber in der manischen Phase, wo man so sehr aktiv ist und sehr schnell die Gedanken überschlagen und wechseln und sehr drängend sind und man sehr aggressiv ist und so, da ist man vielleicht eher ein großer Raubvogel. Und das schlägt dann irgendwann um, bei einigen von einer Sekunde auf die andere, bei anderen sind das Phasen, die sich überlappen. Dann kommt man in eine Depression hinein und da ist man vielleicht eher sowas wie ein Uhu oder also eine Eule, oder die den Kopf unter den Flügeln vergräbt oder so etwas. Die Erkrankung oder die zweite manisch-depressive Phase in meinem Leben ist schon eine ganze Zeit her und ich habe dann nachdem ich in der Psychiatrie war und so weiter und so fort, habe ich mein Leben ein wenig umgekrempelt und es war so ein Meilenstein, habe das Ganze so ein bisschen verdrängt, auch also nicht so intensiv aufgearbeitet. Und dann kam nach ein paar Jahren kam eine Freundin zu mir, die hat mir einen Artikel gegeben und dieser Artikel habe ich gelesen und dann hat alles wieder heraufbeschworen eigentlich. Also hat wie eine Datei, die verloren gegangen war, ist da etwas aufgegangen in mir und das musste ich unbedingt loswerden. Diesen Text habe ich dann ein, zwei Leuten gezeigt und der landete dann bei einer Kinder- und Jugendtherapeutin, die mit Kindern von psychisch kranken Eltern arbeitet. Und mit der habe ich mich getroffen und die hat gesagt, das musst du unbedingt mal für Kinder aufschreiben. Das würde mir in meiner Arbeit total helfen, du kannst das gut beschreiben, versuch das doch mal. Ich habe das schon geschrieben für den Sohn und jetzt auch für die Tochter, die gibt es ja auch noch. Weil die natürlich vorbelastet sind und die haben eine sogenannte Disposition, wie Kinder von einem Alkoholiker auch eine gewisse Grunddisposition haben. Und das heißt nicht, dass das bei ihnen ausbrechen muss, aber ich finde, es ist auf jeden Fall, also das Wissen ist wirklich immer Teil der Therapie auch für mich gewesen oder ist es generell gut. Und für die Kinder ist es eben auch ein guter Schutz, da viel drüber zu wissen. Und bei mir ist es für die Familie meiner Mutter, da gibt es eben eine Cousine meiner Mutter, die gerade gestorben ist, auch nicht, weil sich das Leben genommen hat oder so, aber die war eben auch betroffen. Und da wurde in der Vergangenheit nicht viel drüber gesprochen. Also da war klar, dass die irgendwas hat und komisch ist und auch irgendwie in die Psychiatrie in regelmäßigen Abständen, also alle paar Jahre, verschwindet und dann aber auch wiederkommt. Aber warum das ist, wo es herkommt und wie sie behandelt, das war nebulös auf jeden Fall. Ja. Also es gab auf jeden Fall Warnsignale, also in der manischen Phase haben sich die Dinge halt immer mehr hochgeschaukelt und ich habe mich immer, also viele aus dem Umfeld oder aus der Familie konnten gar nicht mehr mithalten mit der Geschwindigkeit. Ich habe ja auch kaum noch geschlafen. Und insofern sind da Sorgen immer mehr gewachsen auch. Ich habe tierisch viel Geld ausgegeben, ich habe tierisch viel getrunken und so weiter und so fort und kaum geschlafen, habe mich ständig Orte gewechselt und so weiter und so fort, habe Leute aus der Vergangenheit besucht und das war für alle Beteiligten unglaublicher Stress und die haben sehr wohl das irgendwann registriert und sich auch vernetzt untereinander. Hinter meinem Rücken so dann vernetzt glücklicherweise. Das hat meine Frau alles angeleiert, weil die damit schon Erfahrung hatte. Und mein Onkel, also mein Cousin ist Arzt eben auch und der kannte das, dem war es auch bekannt. So. Die haben sich beide gut abgesprochen und die haben Sachen in die Wege geleitet, die mir geholfen haben auf jeden Fall. Bei der ersten manischen Phase, so vor dem Abitur, da gab es mal mein bester Freund, der mir da damals so ein großes Stoppschild vorgehalten hat und gesagt, du bist nicht mehr du selbst, du hast dich total verändert. Ich natürlich ausgelacht habe in dem Moment, weil man das in der Manie überhaupt nicht begreift, was die von einem wollen. Und man denkt, das sind alles Kleingeister und die wollen einen nur ausbremsen und man hat da überhaupt kein Verständnis dafür. Aber der hat das damals auch schon erkannt und auch formuliert. Naja, da steht, der Tropfen höhlt den Stein. Und ich glaube, was schon viel bringt, ist, wenn sich die Leute dann auch abgrenzen und sagen, ich
das hat mich dann auch verletzt in dem Moment natürlich. Also wenn es so konfrontativ ist, muss man vorsichtig mit Manikern umgehen, weil die echt gefährlich werden können. Also ich war auch wirklich hochaggressiv und so, da sind die Leute schon sehr vor zurückgewichen. Aber dieses stetige, willst du nicht malen und meinst du nicht und so, das und diese bedrückten Gesichter auch, das hat mich schon bewegt und habe gedacht, okay, die werde ich jetzt nicht ändern können, die kriege ich jetzt nicht geändert, die werden jetzt nicht schneller oder besser, die kommen auf mein Denkniveau oder meine Geschwindigkeit jetzt nicht, also muss ich mich irgendwie verändern, wenn ich dabei bleiben will. Ich habe dann die ganze Zeit noch viele andere Spinner kennengelernt, die dann ebenso drauf waren und das nachts unterwegs waren und so. Lernt man viele, viele Menschen kennen, sammelt viele Visitenkarten und so. Aber irgendwann möchte man doch, also irgendwann ist meine Familie schon sehr wichtig und deswegen habe ich dann gedacht, okay, ich will, dass die anders gucken wieder. Und dann habe ich mich selber eingewiesen in die Psychiatrie. Das ist halt die erste Frage, die einem gestellt wird in der Psychiatrie. Haben Sie Selbstmordgedanken? So. Und die konnte ich zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall bejahen, weil ich, wenn man da runterkommt von dieser Manie, ist es tatsächlich so, dass es ist im Gehirn, das Belohnungszentrum ist gestört bei manisch-depressiven Patienten. Das heißt, es ist wie beim Alkoholiker auch, man kann sich über normale Dinge gar nicht richtig freuen, weil die Ausschläge sozusagen vorher viel zu hoch waren. Es wird alles das, was normalgehend als schön von Menschen betrachtet wird, Sonnenuntergang oder ein schönes Gespräch oder ein Buch oder so, darüber kann man sich nicht mehr freuen. Das ist sozusagen zu wenig. Und das wird dann nicht mehr als normal wahrgenommen, sondern als zu wenig, als nicht lebenswert, als nicht zu ertragen sozusagen, als langweilig, als Unerträglichkeit sozusagen. Und da saß ich auch irgendwie von der Freundin und habe gesagt, wenn das normale Leben ist, dann möchte ich das eigentlich nicht. Oder dann kann ich mir das in diesem Moment nicht vorstellen, weiterzumachen. Und dann geht es am nächsten Tag dann anders aus, zum Glück, aber es ist mühsam. Ja. Jetzt lebe ich mit der Meise sozusagen aufgeklärter. Also ich weiß viel mehr darüber, kann an mir viel schneller Sachen feststellen. Also, und ich kann dann eben dementsprechend auch reagieren. Also ich passe auf jeden Fall auf, dass ich immer genug Schlaf bekomme. Und wenn das zu wenig ist, mache ich ganz schnell einen Riegel davor, dann sage ich Termine ab oder so weiter und so fort. Und also da habe ich ein gutes, glaube ich, da passe ich gut drauf auf, da passt meine Frau gut drauf auf irgendwie so. Und das funktioniert für mich, ich bewege mich mehr, ich mache mehr Sport und ich habe viel mehr anderen regelmäßigeren Trott sozusagen. Und ich habe mich nicht mehr nur einer Sache verschrieben, sondern wenn ich viele verschiedene Dinge mache, habe ich immer das Gefühl, ein Pferdchen galoppiert schon ins Ziel und verzweifle nicht so schnell, wenn das Pferdchen mal anhält zwischendurch. Insofern, also ich habe mich, glaube ich, da besser für mich schützender aufgestellt. Ja. Sich selber aufklären könnte ich empfehlen, jedem Angehörigen. Das ist, glaube ich, und sich, es gibt im Internet unglaublich, es gibt Foren für Angehörige, es gibt Angehörigengruppen, wo man sozusagen aus dieser eigenen Isolation auch rauskommt, weil man ist ja schon co-gestört. Also wenn man da der Partner ist zum Beispiel, schläft man selber kaum noch und so weiter. Dann ist diese Sorge, er hat ja selber Symptome, die man übernimmt. Und da muss man sich echt schützen davor. Man muss sich abgrenzen, man muss auf sich Acht geben und man muss sich informieren, glaube ich. Dann kann man, und der Austausch mit anderen, glaube ich, dann kann man auch gelassen Grenzen setzen und sagen, okay, bis hierhin kann ich und bis dahin nicht. Und guck mal da, guck mal hier.